Es ist schwül heiß heute Morgen in Limbé. Die Nähe zum Äquator ist bereits kurz nach Sonnenaufgang zu spüren. Im gleißenden Morgenlicht präsentiert sich Kamerun von seiner schönsten Seite. In der Nebelschwaden zeigt sich der höchste Berg Westafrikas, Mount Kamerun. Er ist 4095 Meter hoch und immer noch ein aktiver Vulkan. Bevor es gleich losgeht, schnell noch eine Tasse Kaffee. Kamerun ist für seine zahlreichen Plantagen bekannt. Über 60% der Bevölkerung leben bis heute von der Landwirtschaft. Seit meiner Abreise von Bremerhaven vor 2,5 Wochen hat unser Schiff bereits 9500 Kilometer zurückgelegt. Das ist auch die Distanz, die die ersten Auswanderer aus Deutschland nach Kamerun nach 1884 zurücklegen mussten. Von der deutschen Kolonialgeschichte, die nur 36 Jahre andauerte, ist in Kamerun heute nicht mehr viel zu sehen. Bis auf ein paar verrostete Schienen, die längst nicht mehr genutzt werden. Und eine Brauerei, die von Deutschen zwar aufgebaut, aber dann wieder verkauft wurde. Korruption, sagen die Einheimischen, sei das Hauptproblem, warum nach und nach fast alle Deutschen wieder Kamerun verlassen haben. Vor 10 Jahren galt Kamerun sogar als korruptestes Land der Welt. Mit einem einheimischen Führer, der sehr gut Deutsch spricht, fahren wir stundenlang ins Landesinnere. Wir diskutieren über die politische Situation und die wirtschaftlichen Probleme, die angesichts der blühenden Landwirtschaft ziemlich paradox erscheinen. Links und rechts zeigt sich ein grünes und ausgesprochen fruchtbares Afrika. Soweit das Auge sieht, ergiebige Plantagen. In großen Mengen werden Bananen für den weltweiten Export angebaut. Daneben gibt es große Kautschukplantagen und riesige Palmenhaine, die von den deutschen Kolonialherren initiiert wurden. Zudem gibt es auch noch Ananas in Hülle und Fülle. Und doch lebt die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Für sie gibt es einen täglichen Kampf ums Überleben und der fordert seine Opfer. Die Lebenserwartung in Kamerun ist sehr gering. Bei den Männern liegt sie bei 51 Jahren, bei Frauen nur ein Jahr mehr. Der Grund liegt auf der Hand, es gibt überhaupt kein staatliches Gesundheitssystem. In einem kleinen Ort im Landesinneren wird das Ausmaß des Elends sichtbar. Entlang der einzigen Straße haben die Bewohner Baracken und kleine Hütten errichtet. Dahinter befindet sich eine Manufaktur, in der mit einfachsten Mitteln Palmöl hergestellt wird. Seitdem die Portugiesen 1520 mit dem Handel begannen, gehört dies zu den traditionellen Exportgütern. Und doch bleibt es unverständlich, warum es bis heute immer noch keine flächendeckende Stromversorgung im Land gibt und auch der Zugang zu Trinkwasser in vielen Ortschaften problematisch ist. Ein weiteres Problem. 65% der Kameruner sind unter 25 Jahren. Sie sehen im Fernsehen und im Internet den westlichen Lifestyle und träumen davon, nach Europa zu emigrieren. Doch die Chancen, im eigenen Land eine Existenz aufzubauen, werden angesichts der großen Zahl von jungen Erwachsenen immer geringer. Hinzu kommt eine große Zahl von Analphabeten. 19% der Männer und über 30% der Frauen haben nie eine Schule besucht. Vom Staat ist wenig zu erwarten. Der Staat ist vor allem Paul Biya, der seit 1982 als Präsident das Land regiert. Kamerun gilt politisch als Fassadendemokratie. Es gibt zwar andere Parteien, doch diese dürfen keine Kandidaten aufstellen. Laut Experten werden Wahlen gefälscht und die Opposition nach wie vor unterdrückt. Nach etlichen Stunden der Fahrt bin ich endlich am Ziel meiner Reise angekommen. Auf einer Kaffeeplantage sehe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Kaffeeblüte und auf den Nachbarsträuchern die ersten Kaffeefrüchte, die noch grün erscheinen, bevor sie rechtzeitig zur Ernte die typische rote Farbe annehmen. Fasziniert sehe ich die vielen Früchte, die eine reiche Ernte versprechen. Und gleichzeitig bin ich im tiefsten Inneren erschüttert, wie so ein reiches Land durch Korruption und Misswirtschaft
zum Armenhaus der Welt verkommt. Am 5. März 2010 feiern Christen aller Konfessionen auf der ganzen Welt den Weltgebetstag. Bereits vor 80 Jahren haben Frauen die Initiative ergriffen und so werden in diesem Jahr Menschen in 180 Ländern ganz gezielt für Kamerun beten. Nach meinem Besuch heute in diesem Land kann ich sehr gut verstehen, warum die 19 Millionen Menschen in Kamerun besonders die Unterstützung im Gebet benötigen. Trotz aussichtsloser wirtschaftlicher und auch politischer Lage vertrauen sie dem Schöpfer, dass sich ihre Lage zum Besseren wendet. Bei unserem Abschied von Kamerun sind dunkle Wolken über Limbé aufgezogen. Die Wirtschaftskrise und die andauernde Armut sorgen auch in Westafrika für Unruhe. Bereits 2008 gab es schwere Krawalle, als vor allem junge Menschen auf die Straße gingen, um gegen steigende Lebensmittelpreise zu protestieren. Die Lage ist nach wie vor unsicher, in der Bevölkerung brodelt es. Vor der Küste wurde eine Ölplattform aufgebaut. Seit den 1970er Jahren exportiert Kamerun Ölprodukte. Doch die Einnahmen, die nicht im Haushalt budgetiert wurden, verschwanden in dunklen Kanälen, wie der Schriftsteller Mongo Betty beklagte. Ich bin sehr gespannt, wie sich Kamerun in den kommenden Jahren entwickelt und werde die Berichte auch in Zukunft noch aufmerksamer verfolgen. Nächste Woche geht die Reise weiter. Ausführliche Informationen finden Sie im Internet unter typakademie.de.